ankommen. Gut, damit fangen wir jetzt an. Ein Applaus für Stefan Grönke, der jetzt mit dem Vortrag anfängt. So, hi everybody. Also, hallo zusammen. My name is Stefan Grönke. Ich heiße Stefan Grönke. Ich bin Softwareentwickler seit ca. 15 Jahren, arbeite an größeren und kleineren Projekten in verschiedenen Teamgrößen. Mein Entwicklungsstack war lange JavaScript und ihr werdet tatsächlich einige der Tools, die ich mir angeschaut habe, aus dieser Welt kennen, aber ich stelle auch durchaus noch andere Projekte vor. Hier ist mein GPG-Key und mein liebster Social Network Account. Ja, worum geht's heute? Ich rede darüber, wie man den Entwicklungsprozess selbst kapern kann, wie man den selbst angreifen kann. Das heißt, wenn ihr Software schreibt, kann es sein, dass allein während ihr die Software schreibt, schon Code auf eurer Maschine ausgeführt wird. Und ja, vielleicht habt ihr auch schon mal solche Probleme gehabt. Oder könnt dann hier aus diesem Vortrag Dinge mitnehmen, die ihr auf euren eigenen Entwicklungsprozess anwenden könnt. Ja, schauen wir uns mal den Softwareentwicklungsprozess an, wie es normalerweise aussieht. Ihr habt normalerweise ein Betriebssystem, ihr braucht einen Computer, um eure Software zu schreiben, und das ist allein schon von der Hardware etwas, dem ihr vertrauen müsst. Yes, so your operating system. Ja, also zum Betriebssystem. Euer Betriebssystem beinhaltet Schlüssel, Zugangsdaten und so weiter, die Tools, den Source Code, den ihr entwickelt. Und die Risikos an dieser Stelle sind, dass die Tools für verschiedene Exploits angreifbar sind oder dass euer System, auf dem ihr entwickelt, bereits kompromittiert ist. Nachdem ihr dann, wo ihr dann den Code eigentlich drin schreibt, ist ja der Editor drin. Das sind ja tatsächlich relativ komplexe Programme. Ich finde Editoren an sich relativ komplex. Viele Editoren kommen mit Paketmanagern, und das ist quasi nur ein Symptom für die Komplexität, die diese Programme mitbringen. Es gibt dann auch so Geschichten wie Codelinter und Autocompleters und so weiter, die sehr nützliche und wichtige Werkzeuge sind. Auf der anderen Seite kann das aber ein Problem sein, weil diese Module Code ausführen können, obwohl ihr vielleicht gar nicht denkt, dass sie den ausführen. Mitigation an dieser Stelle, also Abschwächung von den Risiken, wäre eine Möglichkeit, dass man den den Editor in einer virtualisierten Umgebung ausführt und dass man tatsächlich das ganze System sich anschaut, während man den Code ausführt. Nach dem Editor kommt dann wahrscheinlich noch eine Shell-Integration, und das heißt, wenn ihr euer Repository aufmacht, dann seht ihr zum Beispiel, auf welchem Branch ihr arbeitet, welche Dateien verändert wurden und so weiter. Das ist sehr bequem, wenn ihr arbeitet, aber das ist möglicherweise auch ein Security-Risiko. Meine Meinung zu den ganzen Shell-Integrationen ist, dass die eben für Softwareentwicklung auf eurem eigenen System gemacht sind. Also das heißt, wenn ihr dem ganzen Code vertrauen könnt, dann ist das alles kein Problem. Aber sobald ihr Code von extern bekommt, dann kann das tatsächlich ein Problem sein. Das heißt, achtet dabei drauf, dass ihr nicht einfach irgendwelchen Code runterladet. Das ist auch eine sehr gute Idee, den Code zu committen. Git can execute hooks. Git kann Hooks ausführen. Zum Beispiel, wenn man neuen Code auscheckt, wenn man Code eincheckt. Wenn ihr ein Repository auscheckt oder klont und das bedeutet, dass das, was unter .git gespeichert ist, in den Hooks im Zweifelsfall sofort ausgeführt wird. Das funktioniert auch mit Subversion. Die Shell Integration weiß im Zweifelsfall nicht, was da gerade passiert ist. Is that they now support GitHooks, which is a great feature, right?
Und das Neueste ist, dass Visual Source, Visual Studio auch diese Git-Integration unterstützt und die Hooks damit. Und damit hat man dann eben auch diese Schwierigkeit. Und wichtig ist, dass man als erstes dafür sorgt, dass diese Git-Hooks nicht ausgeführt werden. Vulnerability. So, after you committed the code and shared it, nachdem ihr den Code committed habt und gepusht habt, werdet ihr wahrscheinlich euren Code automatisch bauen lassen, sowas wie Travis CI. Und da wird werden Tests laufen gelassen, es wird der Code kompiliert, es wird paketiert und im Zweifelsfall auch gleich deployed. Und das Problem, es wird ein Problem, sobald man die Ergebnisse nicht mehr reproduzieren kann. Get the binary result from it. Sobald man die binären Ergebnisse bekommt, muss man prüfen, was man da wirklich vor sich hat. Sonst, wenn man das nicht auditieren kann, dann weiß man nicht, was da wirklich passiert ist. Und man möchte, dass dieser ganze Prozess sehr schnell abläuft. Man möchte... This means that, for example, if somebody managed to, möchte, dass man das Caching nutzen kann of some, CI system, oder durch das Caching gibt es das Problem, dass wenn es einen Angreifer schafft, die Inhalte des Caches auszutauschen, dann hat er da natürlich weitreichende Möglichkeiten, indem er seinen eigenen Code da unterbringen kann. Sobald und für solche Build-Tools muss man im Zweifelsfall Keys hinterlegen und sobald jemand Schreibzugriff auf das Repo hat, kann man prinzipiell an den Key herankommen. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Bei Travis CI meldet man sich an und verbindet das Repo mit Travis. Die beste Möglichkeit ist, reproducible Builds, also wiederholbare Builds durchzuführen. Wenn man die Build mehrfach ausführt, kommt immer genau dasselbe Ergebnis raus. Und wenn es sich ändert, weiß man, dass es ein Problem gibt. Und bauen und testen der Software ist natürlich was ganz anderes, als die Software zu deployen oder zu paketieren. Und eine Möglichkeit zur Sicherheit beizutragen ist, das Ganze in unterschiedliche Systeme unterzubringen. So, nachdem ihr die Software dann kompiliert habt, müsst ihr die irgendwie verteilen. Das heißt, entweder benutzt ihr euren eigenen Server oder benutzt einen CDN oder so. Das heißt, eure User werden von dort die Software runterladen und sie dann ausführen. Und das Problem dabei ist, dass wenn man nur eine URL hat, dass dann tatsächlich, also wenn man tatsächlich Spanner dann hat, dass es, ist es schwierig zu beweisen, dass es tatsächlich vom echten Maintainer kam. Das heißt, ja, wenn das irgendwie kompromittiert ist, dann es ist schwierig für Leute, den Unterschied dazu erkennen. Und die Lösung dafür ist natürlich, dass man einfach seine ganzen Artefakte signiert und den öffentlichen Schlüssel hierfür veröffentlicht, sodass es für User möglich ist, die Artefakte zu überprüfen. Der nächste Teil ist, dass man aktiv seine Nutzer erreicht und den Usern sagt, das ist der nächste Schritt im Entwicklungsprozess, dass man sein Projekt irgendwie bekannt macht, dass man die Library in Package Registries oder so weiter registriert. Und die Paketmanager, die ich mir da genauer angeschaut habe, waren hauptsächlich NPM. Da gab es zum Beispiel ein Vorfall, wo es ein Projekt gab, das Kick hieß, und die Firma Kick hat dann dieses Modul löschen lassen, und in der Konsequenz davon hat der Entwickler
alle seine Versionen, also alle seine Libraries von NPM zurückgezogen, und das hat zu sehr viel Problemen geführt bei Projekten, die diese Libraries von dem Benutzer verwendet haben. Und tatsächlich ist meiner Meinung nach die beste Idee hierbei, dass man das Projekt nicht nur nach einem nach einem einzigartigen Identifier identifiziert, sondern tatsächlich auch sowas wie eine GeoID oder eine Checksumme, dass man tatsächlich Änderungen feststellen kann. Das müssen die Paket-Registries implementieren, also die und die Paket-Manager. Aber ein anderes Problem ist, dass man tatsächlich Offline-Backups von jedem Paket, das man zum Bauen seiner Software braucht, offline speichert. Denn wenn man das nicht tut, dann kann es sein, dass das Upstream die Library schon gelöscht hat und man dann nicht mehr an den Code rankommt, den man braucht, um seine Software zu bauen. Ein weiterer Schritt oder Bedürfnis von Softwareentwicklern ist, dass ihr Tooling in der Regel fast sein sollte, damit sie produktiv sind. Ich möchte, dass meine Tools fast sind und nicht, dass es durch eine VM oder sowas entschleunigt wird, dadurch, dass es in der VM läuft. Und es kann auch sein, dass der eigene Manager bestimmte Anforderungen hat, dass man einigermaßen schnell arbeitet. Das heißt, man kann sich da nicht den ganzen Tag mit beschäftigen. Ein anderer Faktor für mich ist Zuverlässigkeit, denn sobald eure Software crasht oder der Server down ist oder sowas, dann soll es möglich sein, obwohl ich im Urlaub bin, dass dann irgendjemand anders aus dem Team die Situation lösen kann. Und auch sowas wie der Busfaktor ist da im Prinzip das Schlagwort für. Convenience ist natürlich auch ein großes Thema. Ruby on Rails zum Beispiel hat da sehr viel vorgelegt. Und was ich tatsächlich auch eher nerviger als nützlich finde, dann ist es tatsächlich immer relativ schwer, die Ressourcen mit anderen Entwicklern zu teilen, wenn man nicht genau im selben Raum ist. Das heißt, Pair-Programming ist da relativ schwierig. Ein anderes Problem, das ich gesehen habe, ist, dass wenn man jemandem Code unterjubeln möchte, das heißt, dann ist es relativ schwer, wenn man irgendwelchen Code aus dem Internet auscheckt, dass man sich nicht unbedingt immer sicher sein kann, ob das jetzt tatsächlich böswilliger Code ist oder nicht, oder ob jemand Code in ein Repository initiieren will, dass man selber maintained. Schauen wir uns zum Beispiel mal Phishing an als Angriffsmöglichkeit. Ihr seht vielleicht den Cursor auf der linken Seite. Das hier ist kein voller Pfad, sondern nur ein Domainname. Die Slashes hier drin sind spezielle UTF-8-Zeichen und das heißt, das löst tatsächlich auf einen Hostname auf. Und das heißt, es könnte jetzt sein, dass wir tatsächlich hier einfach irgendwas anderes ausliefern als das, was wir erwarten. Ich habe hier zum Beispiel auf dem Host einen. Ich habe hier im etc/hosts-File tatsächlich diese Domain eingetragen. Es ist tatsächlich ein bisschen komisch, dass .zip eine Domain ist, aber das würde prinzipiell funktionieren. Also ich habe es nur in etc/hosts eingetragen, damit ich die Domain nicht kaufen muss. So, und das heißt, die Anfrage nach der Datei, die so aussieht, als ob wir das .zip-File herunterladen würden, leitet eigentlich direkt auf unseren lokalen Webserver um oder im Angriffsfall halt auf den Angreifer-Server. Und das heißt, hier könnten wir jetzt irgendwelche bösartigen Code auf den Entwicklerrechner schleusen. Dann gibt es zum Beispiel die Situation, dass man irgendwo im Internet ein Stück Code sieht, den nützlich findet und den dann kopiert. Und auf der linken Seite seht ihr den Code in HTML und auf der rechten Seite seht ihr das Ergebnis. Und wenn man das dann kopiert, dann sieht man, dass tatsächlich das Ergebnis etwas ist, das man gar nicht erwartet hat. Das heißt, das könnte, wenn ihr da jetzt nicht genau hinschaut, euer Projekt kompromittieren. Also,
Ja, jetzt geht's weiter. Ein anderes Beispiel ist, wie man ASCII-Zeichen, Kontrollzeichen verwenden kann, um Sachen, wie man Sachen verstecken kann von der Ausgabe auf dem Terminal. Was man oben sieht, harmless script sh, ist ein kleines bisschen länger, als man vielleicht im ersten Moment erwarten würde, aber vielleicht bemerkt man das nicht. Und wenn man das mit dem Hex-Editor sich anguckt, dann sieht man, dass da mehr passiert als nur ein Echo-Foo. Und wie man sieht, es wird hier eine Datei pwnt.txt angelegt und das könnte natürlich auch was deutlich Gefährlicheres sein. Another example I found online. Ein weiteres Beispiel, was ich online gefunden habe. Wenn man die richtige Byte-Sequenz kennt, dann kann man das sogar mit Git benutzen. Man kriegt vielleicht noch nicht mal mit, dass das überhaupt passiert ist. Ich habe ein leeres Git-Repo angelegt, habe das Skript hinzugefügt. I added some improvement to the script, und dann habe ich eine kleine Verbesserung dem Skript hinzugefügt. That's here in red. Das ist der bösartige Commit. I just run a git diff on the code. Und wenn ich mir den Diff angucke, sehe ich, dass der böse Code gar nicht sichtbar ist. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Ja. Yeah. So, was können wir dagegen tun? Das Beste, was man machen kann, ist, das für den Angreifer möglichst teuer zu machen. Wenn man das rausbekommt, dann, wenn man zumindest hinterher herausfindet, was schiefgegangen ist, dann kann man zumindest Gegenmaßnahmen zumindest nachträglich einbauen, da können andere davon lernen. Was man auch machen kann, ist, die Software durch externe Services testen lassen. Zum Beispiel hat GitHub kürzlich eingeführt, dass man seine Pakete testen kann gegen bekannte Schwachstellen. Und das Beste, was man auf seinem eigenen System machen kann, ist einzelne Einheiten zu bilden, Compartments, in denen dann die gefährlichen Sachen auszuführen. Und das ganz wichtig natürlich, unveränderliche Backups, damit, wenn irgendwas schief geht, dass man hinterher entweder die richtigen Daten wieder herstellen kann, aber eben auch rausfinden kann, was da eigentlich genau passiert ist. Es gibt ein paar gute Tools, um einen Angriff festzustellen. Mein Lieblingstool ist dtrace. Und man kann ein paar spezifische Regeln setzen, um sein Projekt zu schützen. Und ich kann euch hier keine Beispiele geben, aber man kann zum Beispiel prüfen, ob auf etc passwd zugegriffen wird. Und es ist sehr wichtig, davon Backups zu haben, denn das im Moment des Angriffs könnte das natürlich sofort verändert werden. Wenn man eine VM pro Projekt hat, die man ein halbes Jahr lang laufen lässt, dann hat man eigentlich nichts gewonnen. Denn that you're working on frequently and that's something that's easy to forget, so it's dangerous. If you assume that, dann vergisst man viele Sachen und dadurch wird es sehr gefährlich. Oder das Beste ist, wenn man jedes Mal, wenn man anfängt zu arbeiten, einfach wieder alles neu von vorne aufbaut. Also, if you have, for example, a virtualized server environment, you can wenn man eine virtualisierte Serverumgebung hat, dann kann man sehr viel mehr Monitoring machen, den Speicher, das Netzwerk und man kann die VM auch einfach anhalten und mit einem früheren Snapshot vergleichen, um zu sehen, was sich tatsächlich getan hat. Ja, very important is also sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, die Accounts voneinander getrennt zu halten. Zum Beispiel gibt es Leute, die seit vielen Jahren Contributions zu ganz vielen Systemen machen. Wenn man zu viele
Projekte vom selben System aus modifiziert, dann zum Beispiel hat GitHub keinen Zugriffsschutz für den SSH-Schlüssel. Deshalb kann man dann mit einem SSH-Schlüssel an ganz vielen Projekten Änderungen vornehmen. Und das Beste ist, man hat einen GitHub-Account für ein Projekt oder ganz wenige Projekte und man benutzt dann jeweils den richtigen Account für das jeweilige Projekt. Und wenn einer dieser Schlüssel kompromittiert wird oder eine dieser Umgebung kompromittiert wird, dann können zumindest an den anderen Projekten keine Schäden durchgeführt vorgenommen werden. Ein besseres Zugriffsmodell wäre, wenn GitHub es einem erlauben würde, den Zugriff feingranularer zu steuern. Und eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, eine Organisation anzulegen, weil da man sehr viel mehr Rechte konfigurieren kann. Nächster Schritt, es ist wichtig, die verantwortliche Position für die Sicherheit und für die Antwort auf Sicherheitsprobleme zu definieren. Wenn man eine Sicherheitslücke findet, dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Man macht nicht einfach ein Issue auf, weil dann ja jeder sofort wüsste, dass es ein Sicherheitsproblem gibt, sondern mit wem redet man dann? Und es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die entweder keine Adresse haben oder zwar eine haben, aber auf E-Mails an dieser Adresse gar nicht antworten. In this case, I told you. Okay, und tja, das war's soweit. Also ich habe euch jetzt gerade meine Erfahrung gezeigt, was ich so in verschiedenen Projekten, an denen ich gearbeitet, gesehen habe. Und das war meine Zusammenfassung, was für euer Projekt schädlich oder gut sein könnte. Thank you. And we now have time for Q&A. Danke, wir haben Fragen für wir haben Zeit für Fragen. Line up behind the microphones. Bitte kommt an die Mikrofone. And I can see we have a question from the internet already. Wir haben eine Frage aus dem Internet. What about Git signed comments? Wie sieht's aus mit Git signed comments? Ja, also sobald man signierte Commits hat und tatsächlich auch eine E-Mail existiert mit demselben PGP-Key, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ja euer PGP-Key auf demselben Host ist wie die Git-Hooks, die vielleicht diesen GPG-Key dann leaken und euren Rechner angreifbar machen. Und das heißt, ja, ich finde zwar viele ja, also ich finde es grundsätzlich gut, Commits zu signieren, aber ihr müsst dann darauf schauen, dass ja eben der GPG-Key nicht durch euer Development Setup kompromittiert werden kann. Mikro Nummer 4, ja. In der Git Shell. I think Git diff pipes to less by default, so shouldn't in diesem Fall von Git diff schiebt Git die Daten nicht durch less durch und less filtert die Daten aus. Wir können uns auch mal, also grundsätzlich passiert es nicht, aber wir können mal auf den Blogpost schauen und ja, sehen, ob man das Video da findet. So, wir sehen hier das Video. Ja, it's very hard to show from my HTML slide how this works, so this video animation. Ja, es ist tatsächlich vielleicht besser, das aus der Videoanimation zu sehen, weil das etwas einfacher zu verstehen ist als von einer HTML-Folie. So most often yes, if you pipe to less or ja, you use a hex editor to read. Also meistens, wenn man sich ein less anschaut oder ein hex editor anschaut, um das code review zu machen, dann würde man das sehen. I think when I type git diff I can scroll around. That's interesting, okay? I need to try. Ich denke, wenn ich, also vielleicht ist es auch nur, wenn man längere diffs hat und dann wird erst less ausgeführt.
Travis having access to du hast erwähnt, dass Travis Zugriff auf Variablen hat und dass Pull Requests diese Daten geleakt werden können. Gibt einfach Leuten oder irgendwelchen externen Parteien keinen Schreibzugriff auf eure Projekte, nicht mal auf irgendwelche Branches oder so. Ich mag dieses Security-Modell schon allein deswegen, weil dann niemand von außerhalb, der ein Autobild triggern kann oder sowas, eurem Projekt schaden kann. Also, wenn ihr von außen kommt und das nicht im selben Repo ist, dann sind die Geheimnisse nicht verschlüsselt. Und das heißt, man sollte es so einrichten, dass man niemals direkt von einem fremden Branch deployen kann. Du hast das Problem mit unterschiedlichen Compartments erwähnt. Das Problem wurde bereits mit Vagrant und Ansible gelöst. Hast du Erfahrung damit, wie man die Ergebnisse der Provisionierung von solchen VirtualBox-VMs überprüfen kann? Vielleicht mit Hashing oder ob die Maschine genau gleich aufgesetzt wurde. Ja, also man kann das auf verschiedenen Leveln betrachten. Also das grundsätzliche Thema ist ja das Phoenix Development Environment. Man kann zum Beispiel einfach jedes Mal den Speicher dumpen. Das war nochmal genau deine Frage. Möchtest du checken, dass die Umgebung, die du da gestartet hast, nicht kompromittiert war oder sowas? Es muss ja irgendeinen Prozess geben, wie man das jetzt überprüfen kann, wie man so eine Umgebung darauf überprüfen kann, ob die so ist, wie sie sein soll. Und ich habe solche Umgebungen benutzt und ich habe zuerst versucht, eine volle Verschlüsselung für die Vagrant-Box, aber das Problem ist, und man muss dafür immer denselben Schlüssel verwenden und das funktioniert dann nicht. Und über einen Memory Dump kann man natürlich auch die Schlüssel auslesen. Und es gibt keine Möglichkeit, eine Vagrant Box aufzusetzen, an der man nicht hinterher Veränderungen vornehmen kann. Und es muss ja eine Möglichkeit geben, die Ergebnisse irgendwie miteinander zu vergleichen. Ja, also wenn du ein reproduzierbares Bild hast. Naja, also zum Beispiel in Skriptsprachen ist es dann etwas einfacher, weil man da direkt die Dateisystem-Directories diffen kann. Was ich in dem Fall machen würde, ist, dass man mehrere Server laufen lassen kann und die Ergebnisse vergleichen lassen kann. Das heißt, wenn man reproduzierbare Builds hat, dann kann man einfach mehrere Server aufsetzen und die alle das bauen und vergleicht man die Ergebnisse und kann dann daraus erkennen, ob etwas kompromittiert ist. So, was ist deine Empfehlung, um Credentials in Firewalls zu managen? Man braucht in Spring Boot und anderen solchen Systemen die Möglichkeit, Username und Passwort zu hinterlegen. Und wie geht man damit am besten um? Kann man das explizit verschlüsseln in der Applikation? Dann braucht man weitere Schlüssel. Also Ansible kommt zum Beispiel mit dem Ansible Vault Mechanismus, der die Secrets mit einer interaktiv eingegebenen Passphrase verschlüsselt. Das heißt, wenn alle Entwickler dieses Passwort kennen, dann hat jeder Entwickler Zugriff auf jeden Schlüssel. Mir wäre es allerdings lieber, jedem Gerät einen anderen Schlüssel zu geben, wenn das irgendwie möglich ist. Im Prinzip ist das dasselbe mit den GitHub-Accounts. Man benutzt nicht einen GitHub-Account, sondern man benutzt viele. We have one question from microphone number one and then a question from the internet.
Yeah, my question was more about, I mean, some of the, your recommendations are low-hanging fruits, but some of them... Einige deiner Empfehlungen sind low-hanging fruit, einfach umzusetzen. And so I'm wondering if you use all of them every day or just... Benutzt du die alle jeden Tag oder doch einige, nur einige davon? Depends on the project. So what I try, das hängt vom Projekt ab. Also was ich auf meinem Entwicklungssystem versuche, ist, dass ich zumindest diese Compartments habe, dass ein kompromittiertes Projekt die anderen nicht angreifen kann. Weil ich bin eben nicht der Einzige, der zu diesen Projekten Code beiträgt. Und das heißt, wenn der kann dann nicht mehr reviewed werden. Ich kann natürlich nicht jeden Code anschauen, der auf meinem System läuft, reviewen, aber ich kann das zumindest abschwächen, den Effekt, den das haben kann. Welches Tool würdest du für das Diffen, für die Untersuchung des Dateisystems empfehlen? Diff, einfach. Also für mich funktioniert das. Wo ist genau das Problem? Vielleicht möchtest du nur sehen, ob sich welche Hashes geändert haben. Ansonsten kann man die Verzeichnisse hashen oder so. Aber im Prinzip, sobald ich einen Indikator habe, dass irgendetwas falsch ist, dann würde ich einfach die Tools nehmen, die ich verfügbar habe. Zum Beispiel auch einen Hex-Editor oder sowas. Thank you. Vielen Dank. Und damit verabschiede